steht es immer noch an der Grenze zwischen Radebeul und Coswig. Hier bei Dresden das Megatrom. Einst die modernste Diskothek ganz Europas. Heute von vielen nur noch am Rande registriert. Nachdem es im Juli 1994 eröffnet wurde, entwickelte sich das Megatrom schnell zu einer Pilgerstätte für Fans aus ganz Europa. Der Hauptfloor fasste damals insgesamt 4000 Leute. Eine Kapazität, die regelmäßig auch ausgeschöpft wurde. Das Megatrom bot seinen Gästen ein Spektakullandschaft, aufschiebbares Dach, Brauhaus und vieles, vieles, vieles mehr. Lasst uns mal erinnern, wenn wir es nicht tun, macht es uns keiner.
1994 im Juli, wie gesagt, ist das Megadrom eröffnet worden. 20-jähriges Jubiläum und das war der Song Take Me Away, extra fürs Megadrom damals geschrieben. Ich selber war damals noch gar nicht so als Musiker unterwegs. Eher als DJ, war ja damals auch beim MDR, machte so Top 6, Eurotops und viele andere Sachen. Und Herr Topolik, der sozusagen das Megadrom damals gebaut hat mit seiner Frau, mit der Anastasia, die haben uns dann, oder mich eben dann hingeholt und gesagt, Mensch, kannst du uns hier nicht den Resident DJ machen? Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann auch gesucht, so mit wem man hier auch so eine Megadrom-Hymne machen könnte. Gefunden haben wir den Andreas Goldmann und zusammen mit Thomas Berlin haben wir das Ding geschrieben und bei Andreas Goldmann dann im Studio produziert. Und das war sozusagen ja meine erste Single. Wir haben uns damals natürlich auch noch eine Sängerin geholt, die Frau Putz, und auch den Rapper. Ich weiß aber allerdings nicht, was aus denen geworden ist. Jedenfalls gibt es auch noch eine ganz interessante Story zur Eröffnung. Also man hat ja bei der Eröffnung, das ist wahrscheinlich aber bei vielen Diskotheken so, bis kurz vor Einlass noch gebaut. Also da wurden noch Fliesen verlegt und wir haben alle gedacht, Mensch, das Ding wird nie fertig. Draußen warteten schon 4000 Leute auf die Eröffnung und drinnen hat man dann noch die Fliesen geputzt und die Tonanlage ging allerdings und weit im Vorfeld hat man sich auch überlegt, Mensch, jetzt Kinder, was macht man zur Eröffnung? Wir wussten ja, das Ding wird gerammelte voll, weil es war ja auch einmalig so eine Diskothek mit auffahrbarem Dach, dann im Sommerhimmel tanzen, also das war schon genial. Und ich hatte damals natürlich auch noch ein paar Connections und da kam ein Manager von einer kleinen Band zu mir, die waren aus Hannover. Und er sagte, Mensch, könntest du nicht mal das dealen, dass die im Megadrom auftreten? Also das war ein Schwarzer und eine Sängerin dazu. Und ja, ich habe gedacht, Menschenskinder, musst du mir was geben? Also gib mir irgendwas zum Hören. Der hat mir dann eine CD rübergeschoben. Ich habe mir das zu Hause in Ruhe angehört und habe gedacht, Menschenskinder, das passt doch eigentlich. Das passt zum Mainstream, den wir im Megadrom machen wollen. Und ich habe gesagt, Alter, komm vorbei für 300 Mark. Das muss man mal sich überlegen. 300 D-Mark haben wir damals ausgegeben für Mr. Press. Ungelogen, sie hatten damals den ersten Auftritt bei uns im Megadrom und ja, seitdem ja auch nichts mehr gehört von Mr. President, die haben sich dann ja aufgelöst und ja, ich weiß nicht, in welcher Besetzung sie jetzt unterwegs sind, auf alle Fälle nicht mehr in der Originalbesetzung, aber wir hören uns nochmal Mr. President an mit dem Song, mit dem sie damals auch im Megadrom begonnen haben und alle Leute waren begeistert, zumal natürlich auch dort artistische Einlagen mitgegeben wurden, direkt bei diesem Song, Up and Away, los geht's, Mr. President. Radio Dresden.
20 Jahre Megadrom, der Tanztempel der 90er. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen so dran erinnern, ein paar kleine Storys rausgraben. Und ja, die ersten Wochen, die liefen natürlich ganz fantastisch. Was sage ich, die ersten Wochen, die ersten Monate, die ersten Jahre. Es war natürlich auch immer auch meine Aufgabe, so ein bisschen drüber nachzudenken, was kann man noch machen, wie kann man das Megadrom so ins rechte Licht rücken. Und dadurch, dass ich damals eben diese Top-6-Sendungen des MDR moderiert hatte, hatte ich auch so ein paar Connections, zum Beispiel auch zu dem Disco-Mix-Club Deutschland. Der Disco-Mix-Club Deutschland war ja damals so einer der berühmtesten, ja, DJ-Ringe, wo auch eigene Platten gemacht wurden von dem Disco-Mix-Club, besondere Remixe und so weiter und so fort. Und die machten zum Beispiel auch einmal im Jahr den German Dance Award. Ich durfte den 1993 in Hennef moderieren und habe dann natürlich auch Größen wie Hathaway getroffen, wie Usura getroffen und viele, viele andere. Auch zum Beispiel Culture Beat, ja, also die waren da auch mit vor Ort. Und ich dachte, 1994 holst du diesen German Dance Award einfach mal ja, nach Radebeul, ins Megadrom. Das war allerdings komplizierter, weil die ganze Garde des Mixclubes rückte dann dort an, die ganze Geschäftsführung. Und da ja alles ja im Entstehen war, sozusagen, also noch gerade geputzt wurde, die Leute reingelassen wurde, war natürlich keine Zeit, sich intensiv um diese VIP-Gäste zu kümmern. Das war das Problem. Die waren ein bisschen ja mürrisch und haben das dann doch nicht im Megadrom gemacht. Ich war zwar traurig, weil ich habe die extra alle rangekarrt, aber das ist nun mal so. Bei einer Eröffnung geht alles drunter und drüber. Und trotzdem war es für uns, für unsere Jugend, eine sehr schöne Erinnerung, das Megadrom. 20 Jahre.
20 Jahre Megatrum und wir schauen mal so ein bisschen zurück in diese Zeit. Und die wenigsten wissen ja vielleicht, also in den Anfangszeiten, da standen ja die Leute wirklich um 19 Uhr vor dem Tor. Und als DJ ist man ja vor um 7 früh nicht rausgekommen dort, weil die Leute wirklich durchgetanzt haben bis zum bitteren Ende. Für das Megatrom musste natürlich auch ein spektakulärer Opener her. Und da das Megatrom damals schon über eine Videoanlage verfügte, musste es auch natürlich mit Video sein, dieser spektakuläre Opener, über den alle Leute reden sollten. Zu Hause bastelte ich mit einem VHS-Rekorder und einem Videomischpult den legendären Video-Opener, filmte dazu noch meinen Mund ab und jagte das Ganze durch den Chroma-Key. Und heraus kam damals das. Wir schreiben das Jahr 3072. Captain Hanslick ist wieder unterwegs in Richtung Erde. Sein Raumschiff ist nicht mehr das neueste. Japanisches Fabrikat, Baujahr 2094. Dass dieser Schrotthaufen immer Meditationsmusik spielen muss, wenn die Triebwerke ausfallen. Ich drehe noch mal durch. Mit an Bord der Droide Bernstein, genannt Lepra 2, wegen eines akuten Diodenvorfalls und gelegentlichem Verlieren von Gliedmaßen. Was? Was? Wir sollen einen Anhalter mitnehmen? Oh Gott! Ein herrenlangen Gewand mit Vollbart und einem Saturnring um den Schädel hebt den Daumen. Nimm mich mit, mein Sohn. Ich kenne den Weg ins Land der schönen Klänge. Okay. Aber die Wolke und die Harfe bleiben draußen, verstanden? Setz dich hin und halt den Mund. Also Jungs, geht los. Rein in die Atmosphäre. Oh, oh. Super Jungs, wir sind unten. Erstmal peilen, wo wir sind. Freunde, wir sind zu Hause. Let's Party! Vor tausenden, aber tausend Jahren, als die Natur noch unberührt, die Luft noch rein und das Wasser noch klar war, träumte der Mensch vom Feuer. Und er bekam es. Er träumte vom Automobil und er bekam es. Er träumte von Atomenergie und er bekam sie. Stell dir vor, deine Träume können dein Hirn entfliehen. Sie schweben auf und davon in unendliche Weiten. Durch fremde Galaxien, doch sie werden dort nicht finden, was sie suchen. Du bist auf der Fahrt ins Vergessenwollen. Du spürst einen Hauch von Ewigkeit. Du träumst von endlosen Irrgärten aus Spiegeln und Glas, aus hektisch pulsenden Lichtadern und Stroboskopgewittern. Willst du den Weg in dir spüren? Willst du alles vergessen? Willst du den totalen Tanz? Dann öffne deine Augen. Dein Traum wird wahr. Hier ist DJ Happy Vibes. Lasst uns heute die Erinnerung zurückholen. Heute wäre das Megatrum 20 Jahre alt geworden. Es war eine schöne Zeit. Die Jugend verfliegt. Doch die Erinnerungen bleiben uns und diese kann uns niemand nehmen. Und wer bei Facebook ist, ich habe mal ein kleines Filmchen eingestellt. Unter DJ Happy Vibes oder unter Maximal oder unter Andreas Hofmann. Einfach mal anschauen. Und wenn ihr auch dort wart, ich freue mich über einen Kommentar.
Ins Megatron kam, für die muss es ja so ausgesehen haben, als ob der DJ leichtes Spiel gehabt hätte, weil getanzt hat man nach allem. Aber wenn man so hinter die Kulissen schaut und wenn ich dann so nächtelang da aufgelegt habe, also da steckt eigentlich harte Arbeit drin, weil es gab eine eiserne Regel im Megatron: spiele nie länger als 15 Minuten eine Musikrichtung. Ansonsten verliert sich sozusagen der Drive und die Leute werden müde. Und das hat über Jahre hinweg geholfen. Und man konnte natürlich auch immer die neuesten Sachen im Megatron spielen. Das war überhaupt kein Problem. Die Leute haben das sogar erwartet, dass sie immer das Neueste dort gehört haben. Aber wie gesagt, der Dramaturgie willen musste viel, viel Abwechslung sein. Schließlich waren ja auch 4000 Leute dort zu bedienen, musikalisch zu bedienen. Und wer will da immer nur Wasser trinken oder nur Wein? Ja, also Abwechslung wurde ganz groß geschrieben. Und im Megatron waren ja auch alle Größen zu Gast. Also alle. Ja, ich weiß gar nicht, wer da nicht war. Scooter waren zum Beispiel natürlich auch dort. Die haben die ganze Bude richtig aufgemischt. Und auch zum Beispiel Samstagnacht, die Comedy-Sendung aus den 90ern, war damals auch live zu Gast. Also es waren schöne Zeiten. Are you ready for the sound of Scooter? I want to see you sweat. I said I want to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Hyper, hyper. To see.
Standardnummer im Megadrom. Also ich kann mich immer daran erinnern, so früh 5.30 Uhr, da haben wir das Ding gespielt, da ging der grüne Laser an, Laser durchflutet war der ganze Raum, und wenn es gepasst hat im Sommer, haben wir dazu dann nochmal die Halle aufgeschoben, haben getanzt unter freiem Himmel, und wenn wir Lust hatten, sind wir in den Pool gesprungen. 20 Jahre Megadrom, das war so ein kleiner Rückblick. Eine kleine Erinnerung, und wie gesagt, ich habe euch einen kleinen Film bei Facebook eingestellt. Schaut mal.